Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir sind beim Zahidi und wollten uns mal ganz schnell unsere Ausrüstung anschauen. Und zwar wollten wir einmal hier auf unserer Hose die Fähigkeit mit den Lavageschossen draufwerfen. Genau das. Tauschen wir gegen die erste Fähigkeit aus. Dann können wir mal gucken, aktuell ist die maximale Stufe 24. Waffe wollten wir auch nochmal schauen, was wir da Schönes machen können. Die ist auf der 23, die auch. Was haben wir hier? Verzerrendes Feuer erhöht die Effizienz, haben wir drauf. Lavageschosse ist gut, hier hatten wir auch die Lavageschosse. Hier haben wir den Phaserstrahl. Ja, auch nochmal verzehrendes Feuer. Gut, ich würde jetzt definitiv erstmal diesen Phaserstrahl wieder rausnehmen, weil ganz ehrlich, ich finde den einfach absolut Mist. Vielleicht wird er noch besser durch irgendwelche Stufenaufstiege, Fähigkeiten. Was auch immer, aber aktuell ist das überhaupt nicht meins. Ich denke, die Aschedetonation könnte noch ziemlich, ziemlich cool sein. Überhitzung macht Ähnliches nur mit Feuer. Ich glaube, wir nehmen mal die... Huch! Die Aschedetonation mit rein. Brandbombe war was? Ah, das war das. Nee, wir nehmen mal das mit rein. Ich denke, das könnte sich ganz gut machen. So, dann bräuchten wir natürlich auch noch irgendwas, was uns dabei unterstützt. Wir haben hier natürlich gar nichts. Wir haben hier Hitzewelle drauf, ist aber aktuell die stärkste Geschichte, die wir besitzen. Ach, wir haben hier auch noch so viel bessere Sachen, aber die sind halt alle absolut nicht lila. Das gefällt mir nicht. Wir zerlegen jetzt erstmal den ganzen Spaß, den wir hier haben. Auch wenn das hier aktuell stärker ist und es wahrscheinlich die bessere Wahl wäre, aber ich finde diese ganze Fähigkeitengeschichte auf den lila Sachen einfach um einiges besser. Also sei es mir verziehen. Oh ne, die können wir ausrüsten, dann geht die hier weg. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Das ist wieder bloß eine Pumpgun. Wird man das Scharfschützengewehr noch behalten, aber eine wirklich bessere Waffe haben wir nicht gekriegt. Dann machen wir uns halt eine bessere draus. Und zwar nehmen wir einmal die hier. Machen wir einen Stufenaufstieg auf die 24, höher dürfen wir aktuell eh noch nicht. Dann haben wir hier auch 2000. Und die Fähigkeiten, die drauf sind, sind soweit eigentlich okay. Doppelläufig ist sie, wir könnten jetzt auch einen Feuerstoß oder Standard draus machen. Macht's aber irgendwie effektiv alles nicht so viel geiler. Wir lassen das so. Und wir hatten jetzt irgendwo was drauf hier mit Hitzewelle. Hitzewelle ist natürlich Mist. Haben wir denn was für die Aschedetonation? Das war Eruption, verzehrendes Feuer, Überhitzung. Wie sah denn das Bild gerade aus? Hier oben. Verursacht zusätzlich 400 Schaden, verringert die Rüstung, erhöht die Reichweite. Um 66% ist natürlich heftig. Aber mehr Schaden wäre auch cool, ne? Was machen wir denn? Wir nehmen mehr Schaden. So. Haben wir hier noch irgendwas? Wir könnten das Ding, was bringt das? Ach los, Feuer frei. Wir können auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Oder Titan besser gesagt. Oh, das ist erst auf der 17, das würde ich jetzt... Es wird zu teuer mit dem Hochstufen. So, dann haben wir ein bisschen was ausgegeben, haben uns etwas verbessert. Das sollte ja okay sein. Dann haben wir hier vorne noch eine Nebenquest. Die machen wir jetzt als allererstes. Wenn das erledigt ist, kümmern wir uns wieder um die Hauptquest. Dass wir den Outrider Truck finden, weil unserer ist halt einfach ganz schön im Arsch. Ja, dem Mörser haben wir auf jeden Fall mal ganz gut hier den Arsch gerettet. Und da alles, was es gab, war ein Schluck von irgendeinem selbstgebrauten Schnaps. Keine Ahnung, ob das so ein guter Deal war. Okay, wir müssen anscheinend hier raus. Ich hoffe mal, dass die Schnellreise jetzt nicht schlauer gewesen wäre. Ich drücke das einfach mal weg. Obwohl, dann haben wir die ganze Zeit einen schwarzen Bildschirm. Ist eigentlich auch doof. Ich lasse es in Zukunft laufen. Entschuldigung.
Na, ich hoffe mal nicht. Es wird schon nicht so weit weg sein. Vielleicht die Lavageschosse drauf, die sind immer gut. Wo lang? Ja, Navi kann mir natürlich nicht viel sagen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier links kommen. Und schau mal, was hier so Schönes los ist. Das Ding muss riesig sein. Das Teufelsvieh plagt uns schon eine ganze Weile. Tötet jeden, der sich zu weit rauswagt. Hat unser Blut geleckt. Wollt ihr echt so nah bei seinem Revier bleiben? Ich studiere seine Bewegungen, damit wir einen Bogen um das Biest machen können. Irgendwer muss was unternehmen. Ich bin übrigens Juno. Du, weißt dich offenbar zu wehren. Wenn du das Biest töten könntest, bevor noch jemand stirbt, würden wir für eine Belohnung sammeln. Juno sammeln, ich möchte den Fixbetrag, den festen, jetzt sofort. Das klingt gut. Bin dabei. Na gut. Wenn er das so meint, dann machen wir das so. Hey, du bist Juno, oder? Du bist schon eine Weile hier im Wald, richtig? Ja. Ich war dabei, als die Siedlung aus dem Nichts entstanden ist, aber das kann man wohl über jeden Ort auf Enoch sagen. Du scheinst dich mit den Monstern hier ja ganz gut auszukennen. Noch ein Problem, um das ich mich kümmere. Muss auch Essen und Wasser auftreiben und dafür sorgen, dass die Leute ihre scheiß Klamotten hin und wieder waschen. Irgendwann sind dann auch menschenfressende Scheißviecher nur ein weiterer Punkt auf der Liste. Kann ich mir gut vorstellen. So, hier hinten kommt das an. Und jetzt von hier oben. Wo müssen wir denn hin? Ich wollte ja eigentlich die andere Quest, liebes Spiel. Moment. Wie heißt denn die? Jäger und Gejagter. Finde die Kreatur. Da sagt das Navi nämlich hier hinter. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt hier durch, dass der jetzt nicht sagt, wir sind im Kampf, weil da hinten sind rot. Kampf läuft. Ist so viel zu dem Thema. Ja, ich weiß nicht, wo habe ich denn die angelockt? Hier oben. Scheint so. Müssen wir jetzt leider erstmal die besiegen. War keine Absicht. Hoffentlich sind es nicht so viele. Ah, es kommen natürlich gleich die nächsten. Weh, hier gibt es keine Truhe, dass sich das wenigstens auch gelohnt hat. Jetzt machen wir nämlich eigentlich schon die andere Quest. Zumindest den Weg dorthin. Jetzt haben wir es. Okay. Nein. Aber er ist wieder weg von der Karte. Musik ist aber noch betroffen. Nein. Ach, verdammt. Okay. Dann muss er leider auch noch dran glauben. So, wo bist du? Oh, was ist denn das? Ein Blutwandler. Wir probieren mal unsere Asche-Detonation. Ich glaube, ich hätte nicht so nah ran gemusst. Was war denn das? Ekliges alter Schwede. Der hält aber auch viel aus. Und ich wollte ihn gar nicht besiegen, ja? Jetzt komme ich hier wieder in so eine Scheiße rein. Vielleicht brauchen wir für den doch eher die Schrotflinte. Au! Nee, die Schrotflinte ist auch nicht so geil. Die Asche-Detonation gefällt mir prinzipiell erstmal sehr gut. Wir können die Gegner damit halt einfrieren. Au. Au. Was ist das? Wir sind gleich tot. Wir haben zum Glück irgendein Ausrüstungsteil, was uns Schild gibt. Prinzipiell gerade schon mal viel wert. Die Asche-Detonation hat auch eine relativ kurze Abklingzeit. Diesmal hat es nicht erwischt, scheiße. Aber ich bin zuversichtlich, wir schaffen das. Irgendwie ist er nicht so der hellste, habe ich das Gefühl. Wo ist er hin? Hier.
Komm schon. Ach, Mist. Eigentlich muss man die nur kurz anlocken. Und kann direkt wieder weg. So, jetzt aber, komm. Ach, jetzt flippt er bestimmt gleich voll aus und tötet uns. Au. So, wir haben's. Keine Ahnung, es war doch... Besiege das Monster. Hey, hast du einen Plan, was wir mit den ganzen Deserteuren machen? Wir machen gar nichts mit ihnen, Bailey. Willst du mich verarschen? Diese Verräter haben die ECA im Stich gelassen. Die Mission hat Vorrang. Du kannst mit leeren Händen zu Corrigan zurückkehren oder tun, was ich sage. Komisch. Jetzt haben wir Besiege die Kreatur fertiggestellt. Und jetzt finde die Kreatur. Ich dachte eigentlich, dass wir bei der Asylquest jetzt aus der Seen gewesen sind. Erkunde den Wald und finde den alten Truck. Was haben wir hier? Finde die Kreatur. Ja, okay, keine Ahnung. Was zeigt jetzt auf einmal hier vorne an, obwohl es vorne da hinten angezeigt hat? Wir laufen jetzt einfach mal hier lang. Ja, ne, so viel zum Thema Navi. Also das ist eine Sache, die muss echt unbedingt mal noch überarbeitet werden. Es buggt so oft rum und jetzt zeigt es uns das hier vorne an, obwohl es das nicht ist. Ich meine, wir haben halt gerade, glaube ich, einfach die Hauptquest weitergemacht. Also das ist der Weg wahrscheinlich zum Outrider-Truck. Aber dass ich dann trotzdem, ich habe ja die Quest aktiv, die ich machen möchte, und dass das Spiel das dann trotzdem nicht checkt. Das hat schon das ein oder andere Mal echt zu langen Umwegen geführt. Gerade auch im Multiplayer, wenn ich nicht mit, also nicht im Let's Play spiele. Gut, wir gehen hier runter, da machen wir die Kreatur. Die sollten wir jetzt hoffentlich auch noch hinkriegen. Wir hätten gleich mal nachladen können. Hoffe nicht, dass sie direkt hier dahinter ist. Oder auch doch. Ja, mal gucken, ob wir das so einfach hinkriegen. Weiß nicht, wo das große Biest ist. Kümmern uns erstmal um die kleinen. Reichweite ist schon gering. Vielleicht machen wir doch später mal noch den anderen Skill drauf. Dass die Reichweite sich erhöht. So, genug von den kleinen Biestern. Wo ist denn das große? Deswegen sind wir hier. Aber ist schön, wir können hier einfach mit den Lavageschossen reinbrechen. Und das macht uns alles gar keine Probleme. So. Durchquere den Dschungel. Gebietsziel, räume den Weg frei. Gut, vielleicht rennt das große Monster vor uns weg. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob wir noch irgendwo eine Kiste finden. Nee, ist auch noch nicht das große. Hier ist er. Nee, das ist der Kriecher. Das ist nicht das Monster. Ich glaube, es war schon echt besser, dass wir unsere Ausrüstung, so gerade die Waffe, nochmal eine Stufe erhöht haben. Ah. Geh bloß weg damit. Auch geschafft. Guck jetzt hier nochmal ganz schnell, ob es was gibt. Das sieht auch nicht so aus. Nee. Ihr gönnt nicht. Kommst du jetzt, großes Biest? Boah, Alter. Drei Alphas? Ist das euer Ernst?
vor allem kaum Platz zum Auto. Na doch, wir können ein Stück zurücklaufen. Das war jetzt echt nicht ohne. Zwei sind weg, einer müsste noch leben, ne? Oder auch nicht, waren es nur zwei? Bin mir nicht ganz sicher. Sag's dir, kommst eh gleich einer hier raus. Wieder ein Kriecher. Bei dem Strahl müsst ihr echt immer aufpassen. Das Ding hat's in sich. Deswegen, das geht auch, selbst wenn ihr hinter einer Deckung seid, das geht durch. Nur durch so wirklich richtig große Geschichten, wie jetzt hier dieser Hügel. Da seid ihr wirklich einigermaßen sicher. Mann. Bis jetzt haben wir hier schon wieder so einen Hyperaktiven erwischt. Ah, jetzt wieder. Nein, nein. Ah, hier, ihr seht's. Dreiviertel Leben fast. Bin halt nur leider an irgendwas Doofem hängen geblieben neben uns. War einfach eine Mauer. Habe ich nicht gesehen. So, komm, du auch noch. Dann haben wir's. Wann kommt denn die Bestie jetzt mal? Es ist ganz schön eine lange Quest. Dafür, dass wir nur ein Vieh erledigen sollen. Meine, alles gut. Gibt uns Erfahrung und Weltstufe. Ich reg mich jetzt nicht auf. Nicht, dass ihr das denkt. Aber wenn wir jetzt sehen, dass wir gegen das Vieh einfach noch viel zu schwach sind, dann war dieser ganze Weg hier umsonst. Weil dann sterben wir. Wir verlieren wieder Weltstufe. Gut, ein paar Items haben wir dann gut gemacht, aber ansonsten war es halt wirklich umsonst und ich hoffe mal nicht, dass das der Fall ist. Aber wir kommen aktuell auch gegen die Alphas jetzt besser durch als vorhin, wo die ganzen Insekten und die Alphas kamen. Da hatten wir mehr Probleme. Nein, gib mir doch noch schnell Muni. So, darf ich schnell Muni? Ja, natürlich nicht. Kommt bestimmt gleich angesprungen. So, wo ist er? Hier ist er. Ah, ui. Och, gib mir doch mal eine Sekunde. Also, wir haben hier in der Mitte so einen Stamm. Ich würde auch sagen, er rennt nicht. Jetzt rennt er. Dass wir den größtenteils nutzen, um halt wirklich so drumherum zu rennen, wie wir es gerade eben schon tun. Ach ja, jetzt holt er natürlich noch Freunde. Aber er hat schon gut Leben gefressen. Scheiße. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Schaut mal, wenn wir hier einfach noch... Wir bräuchten nochmal Lava-Geschosse. Irgendwie hängt er gerade da hinten. Wir nutzen mal die Chance. Das war einfacher als gedacht. Er ist gleich tot. Kommen jetzt zwar relativ viele Freunde von ihm. Nicht ganz so geil, aber... Jetzt Lava-Geschosse und drauf. Los, Attacke, Attacke, Attacke. Jawohl, wir haben ihn. Ja, das war ja wirklich einfach. Davor hat das ganze Dorf Schiss vor dem Vieh oder was? Verstehe ich nicht. So, es gab coole Sachen. Die gucken wir uns nachher im Dorf alle mal in Ruhe an. Auf jeden Fall etwas Lilanes. Juno will bestimmt deinen Kopf sehen. Den nehmen wir doch mit. Kehre zu Juno zurück. Wir gucken mal eben, ob wir Schnellreise machen können. Dann schaffen wir es noch in der Folge, die Quest abzuschließen. So, wir sind hier. Wo ist Juno? Hier wieder. Ja, dann können wir doch... Zumindest können wir uns hierher reisen lassen. Und laufen dann einmal da schräg rüber. So, was sagt's Navi? Hier hinten lang. Dann schließen wir die noch schnell ab, dann haben wir die Quest noch geschafft und dann können wir in der nächsten Folge mit der Story weitermachen. Wir haben es schreien gehört. Wie hast du das geschafft? Hab's gejagt. Hab's erlegt. Ja, so richtig mittelaltermäßig. Du... Was? Mittelalter... das...
war eine Zeit auf der Erde, als es noch so Sachen wie Ritter und Drachen. Ah, schon gut. Viel ist es leider nicht, aber das ist für dich. Wie, nicht viel? Gibt's ja wohl nicht. So, was haben wir denn? Wir haben hier ein Gewehr. Ein Helm. Labergeschoss, wenn die Fähigkeit endet, wird 15 Sekunden lang 50% Waffenbonus. Wenn du von Verbrennung betroffene Gegner tötest, erhöht sich deine Rüstung 8 Sekunden lang um Dings. Im Kampf wird deine normale Ausweichrolle durch einen Phantomsprint ersetzt, mit dem du durch Gegner hindurchlaufen kannst. Alter, das wäre ja geil, wir nehmen das. Dann haben wir hier die Asche-Detonation drauf, dann können wir von dem anderen Rüstungsteil von der Hose das da wieder runternehmen und die Reichweite erhöhen und dann haben wir nämlich die Fähigkeit eigentlich ziemlich geil ausgerüstet. Cool, das freut mich. Traurig, dass sie keine Mittelalterzeit mehr kennt, sie scheint wohl hier geboren zu sein. Und die Geschichte der Welt geht so langsam in die Vergessenheit. Naja, wir machen an der Stelle erstmal Schluss, wir gucken uns in der nächsten Folge das neue Ausrüstungsteil an und machen die Story weiter. Bis dahin, macht's gut.